China schickt viele Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge nach Taiwan und testet nach eigenen Aussagen die Fähigkeit zur Machtübernahme. Das US-Militär spricht bereits von einer kurz bevorstehenden Invasion und China ist gestern bereits offiziell in das Hoheitsgebiet von Taiwan eingedrungen. Steht jetzt ein Angriff von China auf Taiwan kurz bevor? Das hätte auch massive Folgen für Deutschland. Schauen wir uns die aktuelle Entwicklung mal an. Los geht's. Seit gestern scheint sich die Lage in Taiwan wieder massiv zuzuspitzen und China verlegt immer mehr Kriegsgerät an die Grenze zu Taiwan. Allein wenn man mal bei Google China-Taiwan eingibt, da wird man mit aktuellen Nachrichten erschlagen. Die Zeit schreibt, Taiwan, China bezeichnet Manöver nahe Taiwan als Test für Machtübernahme. Der NDR schreibt, Chinas Drohgebärden gegen Taiwan, militärische Eskalation. Und die Welt schreibt, Militärübung, China testet Fähigkeit zur Machtübernahme Taiwans, 49 Kampfflugzeuge registriert. Und dabei schicken die Chinesen jetzt nicht nur ein paar Schiffe und ein paar Flugzeuge an die Grenze von Taiwan, sondern sie kreisen Taiwan komplett ein, sodass nichts mehr aus Taiwan rauskommt und auch nichts mehr reinkommt. Und sie dringen sogar offiziell in das Hoheitsgebiet von Taiwan ein. Und offiziell sagt China, es handelt sich nur um eine Militärübung, aber da man wie gesagt schon in den taiwanischen Luftraum eingedrungen ist und die Kriegsschiffe auch in die Hoheitsgewässer, kann das Ganze jetzt wirklich eskalieren. Der Merkur schrieb, China schickt Dutzende Kampfjets Richtung Taiwan. US-Admiral warnt vor Invasion. China rüstet dem US-General zufolge in einem seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gekannten Ausmaß auf. Zu spüren bekommt das vor allem Taiwan. Taiwans Verteidigungsministerium hat so viele chinesische Kampfjets und Kriegsschiffe in der Nähe der Insel gemeldet wie seit Wochen nicht mehr. Und auch die Welt ergänzt. Die Militärübung hat am Donnerstag begonnen. Dutzende Flugzeuge drangen dabei in Taiwans Verteidigungszone ein. In den vergangenen 24 Stunden seien 49 Maschinen in der Nähe der Insel registriert worden, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium am Freitagmorgen mit. Mehr als anderen Übungen im Jahr zuvor. 35 der Flugzeuge drangen demnach in den taiwanischen Luftverteidigungszone ein. Zudem wurden 19 Marineschiffe und 7 Schiffe der Küstenwache gesichtet. Und auch der Sender Newstime äußert massive Bedenken. Schaut mal hier. Seit dem frühen Morgen umzingelt die chinesische Armee Taiwan. Die Übungen des Militärs finden rund um die Hauptinsel sowie bei kleineren Inseln vor dem chinesischen Festland statt. Sie haben eine klare Botschaft. Taiwan ist ein unveräußerlicher Teil von Chinas Territorium. Dies ist eine Tatsache, an der sich auch künftig nichts ändern wird. Die Unabhängigkeit Taiwans ist eine Sackgasse. Das chinesische Volk ist fest entschlossen, seine nationale Souveränität und territoriale Integrität zu wahren. Ihr seht also, offenbar geht in den Hoheitsgewässern von Taiwan gerade richtig die Post ab und die Zündschnur zu dem berühmten Pulverfass wird immer, immer kürzer. Wir reden hier, wie gesagt, nicht mehr von irgendwelchen Kriegsspielen weit ab der Küste von Taiwan, sondern bereits von den Hoheitsgewässern von Taiwan. Und normalerweise ist ja das Eindringen von Militär in Hoheitsgewässer oder Luftraum eines fremden Staates bereits sehr, sehr kritisch und wird von den meisten Ländern der Welt als direkte Kriegserklärung gesehen. Ich meine, hätte China das bei Amerika gemacht, dann wären die Kriegsschiffe und die Flugzeuge von den Amis bereits komplett abgeschossen worden. Aber nicht so in Taiwan. China hat sich nämlich einen strategisch extrem günstigen Zeitpunkt ausgesucht, da die Amerikaner vor kurzem wieder eine 180-Grad-Wende in dem Ukraine-Krieg gemacht haben. Weil über ein halbes Jahr haben die Amerikaner ja ihre ganzen Gelder für Waffen und Finanzhilfen in der Ukraine blockiert.
und wollten sich damit aus der Ukraine komplett zurückziehen, weil natürlich die Amis mit dem Konflikt, der ja im Nahen Osten und im Israel im Oktober gestartet ist, ja eine neue strategische Front bekommen haben und außerdem jederzeit dieser Taiwan-Konflikt zu eskalieren drohte. Und drei große Kriegsschauplätze gleichzeitig, das konnte nicht mal die USA bedienen, also wollten sie sich aus der Ukraine zurückziehen, haben alle Gelder blockiert und wollten sich mehr auf China konzentrieren. Die Amerikaner sagen ja auch immer in allen offiziellen Meldungen, dass China ihr größter Gegner, ihre größte Sorge ist. Und deswegen hatte sich China dann lange Zeit, haben die ihre eigenen Füße stillgehalten. Aber jetzt, wo sich die USA doch wieder auf die Ukraine konzentriert und die Milliarden von Geldern in dem US-Kongress freigegeben haben, hat China das ganz genau erkannt und gibt jetzt selber wieder Gas zum Eskalieren. Ganz getreu dem Motto, wenn die USA jetzt doch wieder in der Ukraine Gas geben und dann abgelenkt sind, dann geben wir selber Gas in Taiwan. Sowohl um die eigenen Interessen durchzusetzen, weil China ja immer sagt, dass Taiwan zu China gehört, aber auch um natürlich Russland als eigenen Partner in der Ukraine zu entlasten, weil die Amis können ja wie gesagt nicht an drei Kriegsschauplätzen gleichzeitig aushelfen. Und wenn der Krieg in Taiwan dann auch richtig eskaliert, dann bekommen wir das in Europa und vor allen Dingen in Deutschland wirtschaftlich mächtig zu spüren. Schaut euch mal diesen kurzen Ausschnitt an. Die Hälfte der Containerschiffe weltweit passiert die Meerenge zwischen China und Taiwan. Zudem produziert die Insel wichtige Technologie. 90% der jüngsten Halbleitertechnologien der wichtigen Computerchips werden in Taiwan entwickelt und produziert. Das heißt, es steckt in jedem Kühlschrank, Auto und Mobiltelefon, auch bei uns in Deutschland. Erst am Montag hatte Lai Ching-te seine Antrittsrede als Präsident Taiwans gehalten. Er gilt als Kritiker Chinas und ist entsprechend unbeliebt in Peking. Jetzt zeigt er sich in Alarmbereitschaft. Ich werde mit allen Brüdern und Schwestern der Armee an vorderster Front stehen, um den nationalen Frieden zu verteidigen. Die internationale Gesellschaft schenkt dem demokratischen Taiwan jetzt große Aufmerksamkeit. Und während wir uns den äußeren Bedrohungen stellen, werden wir weiter die Demokratie verteidigen. Ihr seht also, ein Krieg in Taiwan wäre wirklich brandgefährlich, nicht nur wegen den ganzen wirtschaftlichen Verflechtungen und den ganzen Lieferketten, die dann zusammenbrechen würden, sondern weil die Amerikaner Taiwan ja auch komplette militärische Unterstützung zugesagt haben und ihre Stützpunkte in den Philippinen jetzt massiv ausbauen und schon massiv Kriegsgerät dahin verlegt haben. Und das Blöde ist, dass unser Verteidigungsminister Pistorius und Kriegstreiber ebenfalls an diesem Konflikt teilnehmen wird. Der Tagesspiegel schrieb bereits vor 2 Wochen, Region von zunehmender strategischer Bedeutung. Pistorius verabschiedet Marinebesatzung zu Einsatz in Indopazifik. Auch Deutschland will nun in der geopolitisch angespannten Indopazifik-Region Präsenz zeigen. 2 Marineschiffe sollen an internationalen Übungen teilnehmen. Ihr seht also, wir verteidigen jetzt die deutsche Freiheit und Demokratie auch vor der Küste von Taiwans. Das ist wirklich unglaublich. Was sagt ihr zu diesem Konflikt? Hat das US-Militär recht, dass China die Invasion in Taiwan in den nächsten Tagen beginnen wird? Oder ist das nur ein weiteres Säbelrasseln wie immer? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.